herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen neuen Rebuy-Haul, denn ich habe das letzte Mal bei Rebuy bestellt oder vor längerer Zeit mal wieder bei Rebuy bestellt und habe da ordentlich zugeschlagen und würde sagen, wir legen jetzt mit dem Video los. Let's go! So, ich ziehe einfach von meinem Stapel hier runter und fangen einmal mit diesem Buch hier an. Und zwar ist es von Roald Dahl, Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist das Buch zum Film. Ich habe damals den Film geguckt als Kind und irgendwie dachte ich mir, hätte ich jetzt voll Bock drauf, mal wieder irgendwie das Buch zu lesen oder so. Und habe dann mal geschaut, ob es ein Buch gibt. Da gibt es natürlich mehrere Varianten schon. Und ja, habe mir dann dieses hier bestellt. Und ja, ich denke mal, man kennt es, aber ich kann euch ja trotzdem mal kurz sagen, worum es geht. Und zwar geht es hier nämlich um Charlie und sein größter Traum ist eben ein Besuch in der berühmten Schokoladenfabrik von Willy Wonka. Und dafür muss er halt quasi ein goldenes Ticket finden, was in einer Schokolade ist. Hier steht nämlich drauf, als er dann halt quasi in dieser Schokoladenfabrik ist, steht es, aber nicht nur die Rezeptoren sind ein wohlgehütetes Geheimnis. Schnell stellt sich heraus, dass der große Willy Wonka noch mehr zu verbergen hat. Dass aus der Besichtigung das verrückteste Abenteuer seines Lebens wird, hätte Charlie sich dann doch nicht träumen lassen. Und ja, ich habe irgendwie voll Bock, das zu lesen. Es erinnert mich auch voll an meine Kindheit. Und hier sind auch noch Bilder vom Film mit drin, genau. Dieses Buch ist auf jeden Fall gelesen. Es hat eine Leserille hier, aber das geht auch. Sonst ist es halt schon ziemlich vergilbt, weil das Buch natürlich auch schon sehr, sehr alt ist. Aber lässt sich mit leben. Dann habe ich dieses Buch hier und zwar ist es von Dance Academy, Cut Will Mehr. Und ich glaube, das ist der dritte Band der Reihe. Also hier gibt es, glaube ich, 4 Bände von. Genau. Ich habe auch schon 3 da. Und das war der mir noch fehlte, genau. Und ja, Dance Academy kennt man vielleicht auch von früher. Ich wollte mir einfach nochmal die Bücher, wie gesagt, bestellen, so aus Kindheitsserien. Mir fehlten halt immer noch ein paar, deswegen habe ich es nochmal nachbestellt. Dance Academy, ich weiß nicht, der Name sagt schon, es geht halt um eine Tanzschule und die Menschen dort, ihre Abenteuer, ihr Leben, die Liebe. Und ja, genau, hier geht es quasi hauptsächlich, glaube ich, um Kat, das ist das blonde Mädchen. Und ja, das Buch sieht auch sehr, sehr gut aus. Leicht vergilbt, weil die natürlich auch schon sehr, sehr alt sind, aber sonst sehr gut im Zustand. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier. Und zwar habe ich mir ein neues Buch von Colleen Hoover bestellt und die hat sie zusammen mit Taryn Fisher geschrieben und zwar Never Never. Denn ich habe letzten Monat Verity gelesen und fand das sehr, sehr gut und weil es halt nicht so der typische New Adult Roman war, habe ich gedacht, irgendwie hätte ich Bock nochmal irgendwas von ihr zu lesen und habe geguckt, was so auch in der Art ist, was da vielleicht so nicht unbedingt nur New Adult ist. Und da habe ich halt, bin ich auf dieses Buch hier gestoßen und ja, hier geht es um Charlie und Silas und ich lese euch mal kurz den ganz kurzen Text hier vor und zwar Charlie und Silas, beste Freunde, seit sie laufen können, verliebt, seit sie 14 sind, als sie beide ohne Erinnerung aufwachen, müssen sie nicht nur ihr Leben sortieren, sondern auch ihre Liebesbeziehung. Also beide haben ihr Gedächtnis verloren und müssen jetzt halt erstmal wieder rausfinden, was eigentlich passiert ist und was dahinter steckt oder besser, wer dahinter steckt. Und ja, sie kommen auf jeden Fall bei dem Versuch, das herauszufinden, kommen sie auf eine Familienfehde, steht hier, in denen sich ihre Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisverlust zu tun? Und ja, das steht hier alles auf dem Klappentext und hier steht da nämlich drauf, dass nach genau 48 Stunden Silas erneut ohne Erinnerung aufwacht. Allerdings mit dem Haken, dass diesmal Charlie komplett vom Erdboden verschwunden ist. Und ja, soweit ich das lesen konnte, geht das auch so ein bisschen in dieses Übernatürliche. Deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir das mal. Wie gesagt, Verity hat mir sehr gut gefallen. Es ging ja also in die Thriller-Richtung. Und hier soll es halt eher so in die übernatürliche Richtung gehen. Deswegen dachte ich mir, das probiere ich mal, weil sonst schreibt sie ja auch sehr viel New Adult, was mich halt nicht so interessiert. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Freue mich auch schon drauf. Hier haben wir auf jeden Fall eine Leserille. Und ich weiß immer gar nicht, ob der das überhaupt fokussiert. Und hier oben ist es halt auch
ziemlich angedatscht. Aber sonst so, der Rest sieht in Ordnung aus. Wie gesagt, eine Leserin und hier oben ist die Ecke geknickt. Das sieht halt aus, als wäre es einmal runtergefallen. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier. Und dieses Buch war ein Kampf, das zu kriegen. Und zwar handelt es sich hier um Enid Blyton Dolly, Rückkehr der Borgmöwen. Und zwar ist das der vierte Sammelband. Die Bücher Dolly allgemein gibt es schon ganz, 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 ganz viele Jahre. Also es gibt doch schon, es gab auch damals schon Sammelbände und die einzelnen Bände und vor ein paar Jahren wurden die Sammelbände nochmal neu aufgelegt in dieser Ausgabe. Und ich habe die ersten drei auch da, habe mir dann aber irgendwann den vierten, der dann rauskam, nicht mehr bestellt. Und irgendwann gab es den dann auch nicht mehr. Und dann ging die Sucherei los und dachte ich mir so, okay, dann bestellst du ihn halt gebraucht. Ja, habe ich mir so gedacht, ich habe ihn ohne Spaß nirgends gefunden. Wirklich, ich habe jede Seite durchgeforstet. Und ich meine, ich arbeite in einer Buchhandlung. Ich kenne jede mögliche Seite, wo man Bücher bestellen kann oder auch gebrauchte Bücher bestellen kann. Ich habe es nicht gefunden und das hat mich so, so genervt. Und ich war so traurig und habe mir so gedacht, nein, ich will doch diesen Band noch haben. Und dann dachte ich mir, ich mache mir bei Rebuy mal einen Kaufalarm. Und plötzlich nach bestimmt einem Jahr oder so habe ich dann eine E-Mail bekommen mit Achtung, Achtung, Ihr Buch ist wieder lieferbar. Und ich dachte mir so, okay, scheiß drauf, wie viel es kostet, ich kauf's. Und ja, hab's mir dann gekauft und war auch relativ teuer, muss ich sagen. Aber es war mir egal, ich wollte es haben. Und es sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Es ist wirklich top im Zustand. Also hier ist wirklich absolut nichts dran. Ich glaube, das dürfte fast doch ungelesen sein. Also ja, hier ist kein Kratzer, kein Knick, keine Leserille, gar nichts. Also es sieht wirklich top aus, deswegen war der Preis in Ordnung und ich bin froh, dass ich es habe. Dolly ist übrigens auch eine Internatsgeschichte und ja, hier sind drei Bände drin. Ja, das war die lange Geschichte zu diesem Buch. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier und zwar ist das Die Schöne und das Biest, der Roman zum Film. Ich sammle ja gerade die Ravensburger Bücher zu den Filmen. Ich habe, wie gesagt, schon mehrere da. Wieso sage ich, wie gesagt, ich habe im letzten Rebuy Haul habe ich was dazu gesagt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier Dumbo, Aladdin, König der Löwen, Mulan und so weiter. Und Die Schöne und das Biest fehlte mir auch noch. Und ja, hier sind auch noch Fotos drin vom Film. Und freue ich mich auch schon zu lesen. So, und manche Bücher sind einfach schöner zu erklären, deswegen zeige ich euch hier einfach den Klappentext und ja, freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Der Zustand ist ja eigentlich top, also hier ist auch wirklich überhaupt nichts dran, deswegen kann ich mich nicht beklagen. Dann machen wir weiter mit diesem Buch hier und zwar ist es der Anfang einer Dialogie und zwar handelt es sich ja um Laura Ruby, Chroniken von York und zwar die Suche nach dem Schattencode und ja, das hier klang auch richtig, richtig gut, deswegen wollte ich es unbedingt haben. Am besten ich lese es euch einfach vor, denn hier steht nämlich drauf, seit 150 Jahren versuchen die New Yorker den geheimnisvollen Schattencode zu entschlüsseln. Viele halten ihn bloß für ein Märchen, eine Legende, eine Touristenattraktion. Doch was, wenn der Code nur auf die Richtigen gewartet hat? Und zwar geht es dann hier um die Zwillinge Theo und Jamie, oder Jamie? Und sie folgen quasi den Hinweisen des Schattencodes und begeben sich dann auf eine abenteuerliche Schnitzeljagd quer durch New York. Und dieses Abenteuer steckt voller Geheimnisse und Gefahren. Und ja, auf jeden Fall fand ich es klang sehr gut. Der Klappentext hat auch nochmal einiges zu sagen. Und hier vorne ist übrigens auch noch eine Karte drinne, was ich sehr cool finde. Denn man kann sich bei sowas dann immer das besser vorstellen. Und ja, das hier ist im Zustand, keine Ahnung, aber so an sich, das Buch sieht gut aus. Es ist halt, der Schutzumschlag hat hier so einen kleinen Datscher und ja, bei solchen losen Schutzumschlägen ist es immer so eine Sache, aber sonst ist es okay, also nicht schlimm oder so. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch und zwar handelt es sich hier um das hier von Mel Wallis de Vries, Wer sich umdreht oder lacht. Und ich liebe die Jugendthriller von Mel Wallis de Vries, weil die sich einfach in einem Rutsch schnell durchlesen lassen. Es sind kurze Kapitel und man liegt immer falsch. Immer. Also ich weiß ganz genau eigentlich mittlerweile, dass es immer irgendjemand ist, den man nicht bedacht hat. Also der irgendwas Schlimmes getan hat oder so.
Und ja, ich liege aber immer falsch. Ich weiß es aber irgendwie, aber ich liege trotzdem immer verkehrt. Deswegen, ich liebe ihre Jugendthriller, der fehlte mir noch in meiner Sammlung. Und ja, hier geht es um eine Leiche. Also hier wird eine Leiche von einem Mädchen gefunden. Und die einzige Spur führt zu Snapchat, denn dort steht nämlich, oder hier steht nämlich, dort hat der Mörder die letzten Minuten des Opfers mit der Welt geteilt. Als weitere Morde folgen und Videos gepostet werden, gerät eine ganze Stadt in Panik. Auch Mandy fühlt sich längst nicht mehr sicher, denn die getöteten Mädchen waren alle so alt wie sie und wohnten in der Nähe. Und ja, wie gesagt, ich liebe die Jugendthriller von ihr und ist ein absolutes Must-Have. Und ja, das Buch ist auch ganz in Ordnung, hat hier unten einmal einen Mängel-Exemplarstempel und ist hier leicht vergilbt, aber sonst auch in Ordnung. Und ja, das war mein Rebuy-Haul. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls das der Fall sein sollte, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann sehe ich, dass euch die Videos gefallen. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr gerne auf den roten Abonnieren-Button drücken, den findet ihr unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss.